Menschen dabei zu unterstützen, Selbstständigkeit, Sicherheit, Wohlstand und Zufriedenheit aufzubauen, ist eines jener motivierenden Ziele des Oikokredit-Chefs Österreich. Wir haben das Glück, hier im Norden geboren zu sein. Im Süden sind die Menschen benachteiligt, von ihrer Geburt her schon bereits. Und da war für mich immer eine Verpflichtung, einen Ausgleich zu haben. Und wie gesagt, neben meinem Berufsleben habe ich immer wieder Entwicklungshilfe gemacht. In Vietnam, Kambodscha, Thailand, Jordanien war ich direkt. Oikokredit ist eine internationale Genossenschaft, die sogenannte Mikrokredite an Menschen vergibt und in Landwirtschaft, erneuerbare Energien bis hin zu kleinen und Kleinstunternehmen im globalen Süden investiert. Der Unterschied zu einer kommerziellen Bank ist dabei: Der Unterschied zwischen einer kommerziellen Bank und einem sozial motivierten Anlagesystem ist die Motivation bei dem, was wir tun. Für kommerzielle Banken zählen die Zahlen am Ende und wie rentabel ist das Geschäft. Wir mit einem sozialen Hintergrund, wir wollen auch einen sozialen Unterschied machen. Wir wollen ein Leben in Würde für unsere Kreditnehmer aufbauen. Bei ihrem Besuch hat nun die Afrika-Delegation aus Kenia einige ihrer Projekte in Wien vorgestellt und aus der Praxis berichtet. Viele der Menschen waren schon vorher bei einer Bank und haben dort keinen Kredit bekommen. Aber mit Mikrofinanzinstituten gibt es oft doch einen Weg. Und wir stellen ihnen das Kapital zur Verfügung, lassen sie nicht allein, überprüfen die Vereinbarungen und unterstützen sie bei ihrer Arbeit. Wir sind ja gerade daran interessiert, kleine Unternehmen zu fördern, wegen ihrem gesellschaftlichen Wert. Zu Gast waren auch jene Studentinnen und Studenten, die ihr dreiwöchiges Praktikum in landwirtschaftlichen Betrieben in Niederösterreich abgeschlossen haben. Bereits zum dritten Mal war Oikokredit hier als Partner beteiligt. Was wir beim ersten Mal schon gesehen haben, wo ein riesiges Interesse kam, war Bio-Landwirtschaft. Näher anzuschauen. Also solche Detailaspekte auch. Klar, die Maschinen sind auch von Interesse, aber hier eben auch so gängige Methoden, wie wir sie hier haben in der Landwirtschaft, bis hin zur Forstwirtschaft übrigens, Stichwort Nachhaltigkeit, immer nur das entnehmen, was man wieder pflanzt, Fruchtfolge in der Landwirtschaft und so weiter. Das sind so Basics. Und die sehen die hier nochmal in einem anderen Kontext. Es geht bis hin zur Käseherstellung. Und darüber hinaus, denn auch Umweltschutz und Klimafragen waren den Austauschschülern ein Anliegen. Denn auch in diesen Fragen können beide Kontinente noch viel voneinander lernen.